Hey und willkommen zum neuen Orakel hier bei mir Herz und Seelentarot. Schön, dass du dabei bist beim heutigen Video. Heute möchte ich mit dem wunderschönen Licht- und Schattentarot von Chris N. vom Irisiana Verlag schauen, was ist jetzt aktuell in der Liebe los? Was tut sich da? Was zeigt sich gegebenenfalls mit dem Wunschpartner? Oder ist überhaupt da ein Wunschpartner zu erkennen? Ich habe gerade den Impuls, ich splitte das ein bisschen auf. Für die Singles und auf der anderen Seite schaue ich natürlich für Personen mit einem Wunschpartner oder Seelenpartner. Okay, ich mache da also zwei Seiten. Hier auf der Seite, auf der linken Seite, schaue ich jetzt direkt erstmal, wie geht es mit dem Wunschpartner/Seelenpartner weiter. Was tut sich da in der Liebe mit deinem Gegenüber? Was? Oh, wow, was ist hier zu erkennen? Wow, also, Moment, die Karten, ihr konntet sie schon so halb sehen, aber das zeige ich natürlich auch gerne hier so in die Kamera. Erstmal sehe ich den 9 der Kelche, das steht für absoluten Befreiungsschlag. Also man kann es hier so wirklich erkennen, hier sprudelt etwas auf, du blühst auf. Die Sonne im Hintergrund ist natürlich auch ein symbolisches Bild dafür. Die Schatztruhe geht auf. Ein Schatz kann ja geborgen werden. Ein Schatz ist erkennbar. Der Erfolg ist erkennbar. 9 Kelche. Und hier noch die 10 Kelche. Was tut sich hier in der Liebe? Die 10 Kelche ist wirklich Partnerschaft. Eine Familie miteinander aufbauen. Es muss nicht unbedingt mit Kindern zu tun haben, aber es kann natürlich sein, dass hier eine neue Ebene, eine Verbundenheit miteinander entsteht. Ihr habt hier diesen Weg miteinander. Ihr habt hier ein ja, Fundament miteinander und knüpft euren gemeinsamen Weg. Ja, das ist wie so ein Schal, der sich hier so lang zieht und auch in Regenbogenfarben, was natürlich auch sehr, sehr schön ist und ein kleiner Glücksbringer auch sein kann. Vielleicht hast du vermehrt immer mal wieder auch Regenbogen gesehen, soll ich auch sagen. Aber die 10 Kelche ist in der Liebe auf jeden Fall absolutes Glück, weil die Kelche an sich, hier sind ja schon die 9 Kelche und jetzt hier die 10 Kelche. Das heißt, es ist eine absolute Glücksenergie, zusammenleben, sich zusammen etwas aufbauen und ja, Liebe, Gefühle sprudeln hier auf. Das Rad des Schicksals zeigt, es kommt jetzt ein absoluter Wandel in der Situation. Das heißt, von einer Single-Energie geht es jetzt in eine Partnerschaft, von einer Unverbindlichkeit in eine Verbindlichkeit, also vielleicht auch von einem normalen freundschaftlichen Miteinander in eine Date-Energie. Das kann alles bedeuten. Hier ist nochmal eine große Chance. Hier sind Würfel, ne? So ein kleiner Jackpot ist hier auf jeden Fall möglich. Das, was ich ja hier auch schon gesagt habe. Das Rad wird sich jetzt nochmal neu für dich drehen. Es kommt jetzt alles in den Schwung. Und du darfst hier mit Leichtigkeit und innerer Balance wirklich auch hier in innerer Ruhe auch da stehen und dich treiben lassen, fließen lassen. Und was kommt hier in der Liebe mit deinem Wunschpartner, mit deinem Seelenpartner? Wow, die Liebenden. Was soll ich da noch großartig sagen? Hier ist Liebe zu erkennen. In der Liebe mit deinem Wunschpartner, mit deinem Seelengefährten, ist hier eine absolute Leidenschaft, eine Sexualität, eine Anziehungskraft, die jetzt immer stärker wird. Also hier ist wirklich Magie im Raum. Hier ist wirklich eine magnetische Anziehungskraft. All der ganze Kummer, all die Sorgen, die man hier vielleicht noch hatte, werden abgetrennt mit dem Turm und danach ist der Erfolg. Also das ist eine schöne Energie, die gleichzeitig auch nochmal dafür steht. Wenn du momentan eher mit dem Kopf nach unten bist, befreie dich von den Altlasten. Lass das los, lass diese negativen Energien los. Hier kommt der positive Wandel. Hier kommt der Wandel in Richtung Glück, soll ich auf jeden Fall sagen. Ich nehme die Karten auf jeden Fall auch nochmal dazu. Möglicherweise gab es eben eine Situation, die nicht so einfach war. Aber hier kommt der Erfolg. Hier kommt der absolute Sieg für euch herein. Na, da möchte ich doch gleichzeitig auch noch mal kurz mit den Lenormand-Karten von mir schauen. Was darf ich da noch sagen?
Was ist da jetzt noch wichtig für dich? Worauf solltest du achten? Damit das auch natürlich so kommt. Verstrickungen. Ja, vielleicht auch Verstrickungen mit dem Gegenüber oder eine andere weibliche Person, die da noch da ist, darf jetzt losgelassen werden. Hier darf sehr, sehr viel Heilung geschehen. Auch bei deinem Gegenüber. Vielleicht ist das noch ein Mutterthema bei deinem Gegenüber. Soll ich auch gerade dazu sagen. Hier muss auf jeden Fall noch viel Heilung im Stammbaum passieren. Oder es sind Dinge, die in der Vergangenheit vielleicht mit einer Ex-Partnerin geschehen sind. Aber auch das ganze Hin und Her, wofür vor allem jetzt meiner Meinung nach die Schlange steht. Ja. Das möchte vorbeigehen. Das möchte wirklich geheilt werden. Der Baum steht für die innere Ruhe, die innere Balance, was ich gesagt habe. Aber natürlich auch für die Heilung. Hier möchte viel Heilung kommen und die Verwurzelung mit deinem Gegenüber möchte kommen. Das heißt, altes, anderes muss da erstmal gelöst werden. Und dann sehe ich hier an der Kartenunterseite, da sehe ich dich mit dem Ring, mit der Partnerschaft, mit der Verbindung und dem Haus. Das heißt, das ist das Miteinander, das private Miteinander. Ja, also das ist nochmal der Hinweis, nicht zu sehr auf die negativen Aspekte sich fokussieren, sondern auf das, was hier möglich ist, auf das, was sich jetzt hier zeigen möchte, auf das, was kommen möchte. Und löse dich von den negativen Erfahrungen, von dem ganzen On und Off, von dem ganzen ja, Chaos einfach der Vergangenheit, von den ganzen verstrickten Energien, egal ob da eine andere weibliche Person ist, egal ob da Eifersucht mit im Raum steht. Hier darf so, so vieles aus der Vergangenheit, und da bekomme ich gerade herein, das sind wirklich unterschiedlichste Themen bei mehreren Personen hier im Kollektiv. Das sind verschiedenste Themen. Das kann eine andere Person sein. Das kann ein Mutterthema sein. Das können einfach das On und Off im Kontakt miteinander sein. Das kann auch etwas Berufliches sein, soll ich auch gerade sagen. Das kann die Gesundheit betreffen. Vielleicht ging es deinem Gegenüber auch nicht so gut. Dann braucht er auch eher erstmal eine Zeit der Regeneration. Vielleicht auch Zeit mit der Familie, um da wieder in eine leichte Energie zu kommen. Aber dann sehe ich hier, wie gesagt, die Liebe, die kommen möchte, zwischen euch. Es ist möglich, der Erfolg ist möglich. Wenn du dich jetzt von all den Altlasten befreist, dann kommt jetzt hier, ja genau das war der Hauptpunkt, ne? Befreie dich von Altlasten. Werde hier wieder leicht. Und dann kommt auch das wahre Glück hier mit deinem Wunschpartner auf dich zu. Was möchte jetzt noch für die Singles gesagt werden? Eine Botschaft für die lieben Singles. Also für die Personen, die gerade keinen Wunschpartner oder Seelenpartner an der Seite haben. Die niemanden gerade im Kopf haben, worauf sie schauen. Die fünf Stäbe. Mhm. Der erste Impuls, den ich hier gerade schon bekomme, das ist gar nicht so schlecht, denn es könnte sein, dass es hier mehrere Bewerber gibt. Also, dass du daten darfst, dass du herausgehen darfst, dich zeigen darfst. 7 der Münzen, aber geh es ruhig und langsam an. Das heißt, ja, es kann zum Beispiel sein, dass du irgendwo in einem Dating-Format bist. Du musst dich hier auch ein bisschen durchsuchen. Okay, was möchte ich? Wie möchte ich wachsen? Was für einen Mensch möchte ich überhaupt in mein Leben lassen? Vielleicht hast du dich schon mehrfach ausprobiert, egal in welcher Art auch und Weise auch immer, aber du darfst hier dein Licht erkennen, das, was du wirklich am Ende erhalten möchtest, das, was du am Ende ernten möchtest, welche Samen möchtest du wachsen lassen, welche Art und Weise des Miteinanders möchtest du wachsen lassen. Und da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das heißt, wenn du beispielsweise einen Mensch haben möchtest, der sehr liebevoll ist dir gegenüber, der sehr die gleichen Hobbys wie du hast, die gleichen Wünsche und Werte wie du vertrittst, ne, sei dir das bewusst, wie möchtest du überhaupt sein, wie möchtest du gesehen werden, wie möchtest du, dass dein möglicher Traumpartner, dein möglicher nächster Partner mit dir umgeht. Ja, vielleicht hast du schon viele Erfahrungen gemacht und es war immer so ein Biegen und Brechen, immer so ein Hin und Her, der Machtkampf miteinander. Du darfst daraus lernen, aus den Erfahrungen lernen und dann jetzt nochmal manifestieren. Wie soll es denn jetzt wirklich für dich weitergehen? Die Welt steht dir offen. Hier ist das Universum, du bist hier die Magierin, der Magier. Schaust
dir hier deine Welt an. Du kannst deine Welt so kreieren, wie du sie möchtest, also auch dein Liebesleben. Das heißt, du brauchst dich nicht verstecken, sondern zeige dich oder für andere Personen verstellen. Ne, die Fünf-Stäbe-Karte ist auch die Energie, ja, ich muss mich so biegen und brechen, damit andere mich mögen. Nein, weg davon. Ja? Und natürlich gucke dir auch Verhaltensweisen an. Was gab es in der Vergangenheit? Welche Verhaltensweisen kamen da irgendwo immer wieder? Hattest du vielleicht einen bestimmten Typ Mann? Vielleicht, ja, braun gebrannt, dominant, ja, so macho-mäßig. Da fängt es direkt an zu blockieren, mein Halschakra. Ne, ist jetzt egal, welche Art Typ Mann du hast oder welche Art Typ Traumpartner du hast. Es ist wichtig, dass du mal genau guckst, vielleicht musst du da deine Suche erweitern. Denn das hat in der Vergangenheit nicht weitergeführt. Wie gesagt, mein Halschakra hat direkt auch blockiert. Irgendwo gab es immer wieder Situationen, wo jemand geflüchtet ist, vielleicht diese andere Person damals aus der Vergangenheit. Oder wo es immer wieder selbe Muster gab, die letztendlich zu nichts geführt haben. Ja, schau dir das alles an. Ne, es hat letztendlich zu nichts geführt. Außer ins Leere. Deshalb bist du weiterhin hier noch Single. Wie möchte es denn jetzt weitergehen? Wenn du dir bewusst bist, was du wirklich möchtest, wie möchte es da denn weitergehen? Ja, wow. Wenn du dir das bewusst bist, dann findest du hier wieder in deine innere Kraft. Dann kommst du hier in deine weibliche Energie. Dann hast du dein Herz geöffnet. Dann zeigst du dich in deinem wahren Schein, in deiner Weiblichkeit, in deiner inneren Gelassenheit, in deinem inneren Gefühl, dass du einfach so sein kannst, wie du bist, es einfach fließen lassen kannst. Das ist die Königin der Kelche, Königin des Wassers. Die lässt es einfach fließen, lässt es auf sich zukommen. Genießt es einfach. Das ist eine Energie von, ich lebe im Genuss. Ich soll jetzt gerade sagen, wie im Paradies. Irgendwas schmeckt gerade wie Schokolade. Ich soll gerade sagen, lass dir sozusagen etwas schmecken. Ne? Wie Schokolade, wie etwas Süßes, was du gerne isst, was du als Lieblingsspeise hast. Etwas, was du sehr, sehr gerne magst. Lass es dir schmecken. Genieße es wirklich vollkommen. Lasse dich treiben in deiner inneren Ruhe, in deiner inneren Gelassenheit. Du musst dich nicht für andere verbiegen. Hier, was kommt auf dich zu? Du findest in deine innere Ruhe, in deine innere Kraft. Und dann wirst du hier Neues in dein Leben ziehen. Und das ist auch interessant. Genau dasselbe hatte ich vorhin auch hier als Impuls bei den 10 Kelchen hatte ich auch schon gesagt, ja, hier kann man gemeinsam einen ja, Teppich, einen Schal miteinander knüpfen, ein Leben miteinander verknüpfen. Das heißt, hier kommt eine neue Ebene für dich. Du erfährst eine neue Ebene in deinem Leben. Das heißt, es ist auch die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen, wo wirklich etwas Langfristiges draus wachsen kann. Aber auch erst dann, weil du in deiner inneren Ruhe, in deiner inneren Gelassenheit bist, in deiner inneren Weiblichkeit bist und dich von all dem ganzen Schmerz wirklich auch befreit hast. Ja, hänge also nicht mehr so umher. Hänge nicht mehr so umher wie in der Vergangenheit. Vergleiche dich nicht so sehr mit anderen Personen. Was wollen andere Personen? Ach, die anderen haben viel mehr Glück als ich. Nein. Vergleich dich nicht zu sehr. Sei nicht zu eifersüchtig auf die anderen Personen. Das ist auch eine Phase im Leben, die kennt jeder, die macht jeder mal durch, ich auch. Aber trotzdem darfst du das Ganze hier anders angehen als zuvor. Ja, nimm dir diesen Gehängten mal als Beispiel. Dieser Gehängte, ne, wirkt gerade so, kommt nicht im Leben vorwärts. Du als Single hast das Gefühl, es ist irgendwie immer wieder dasselbe, du kommst nicht im Leben vorwärts. Du darfst es aber jetzt auch mal anders betrachten. Ne, der Gehängte nimmt ja oder zeigt dir hier mit dieser Karte auch das Beispiel. Er dreht das Ganze jetzt mal auf den Kopf. Er geht das Ganze jetzt mit Freude, mit Leichtigkeit, mit Gelassenheit an. Du bist auch nicht allein. Vielleicht helfen dir Freunde und Familie auch dabei, Spaß zu haben. Oder, das ist auch hier der Impuls, ne, natürlich auch, was ich gesagt habe, mehrere Bewerber könnten auch hier sein. Dreieckskonstellationen sehe ich auch hier, also mehrere Bewerber. Hab Spaß, gehe raus, wenn du vorher nicht rausgegangen bist. Ja, es ist auch wichtig, dass du tatsächlich hier ein wenig in die Verinnerung kommst.
Wer oder was kommt denn dann auf dich zu, wenn sich hier jemand Neues zeigt? Wenn sich hier ein möglicher Traumpartner für dich zeigt, was entwickelt sich denn da dann? Oh, okay. Ja, was sehe ich denn hier? Ich sehe hier eine absolute Transformation. Der Sarg steht für den Wandel. Ähnlich wie hier beim Rad des Schicksals. Hier kommt ein Wandel, das Loslassen von alten Mustern, von alten Glaubenssätzen, von einem gewissen Typ Mann oder Frau. Ne, wie gesagt, bedenkt, das ist eine Kollektivlegung. Wenn du immer wieder so dieselben Typen, dieselben Arten von Personen in dein Leben gezogen hast, drehe den Spieß jetzt um, komm in deine innere, weiche, weibliche Seite. Der Mond steht für die Weiblichkeit. Königin der Kelche, in die sensible Seele von dir. Komme da in dein Inneres, aber natürlich transformiere auch die ganzen Schatten, all das ganze Chaos. Oh, in der Vergangenheit ist es immer und immer so gewesen, aber das geht nicht weiter. Ne? Hier kommt jetzt der Wandel, ein neuer Zyklus. Der Mond steht auch für einen neuen Zyklus, Neumond, Vollmond. Ich sehe auf jeden Fall, kommt hier eine romantische Energie, auch eine flirty Energie, die ich hier definitiv wahrnehme, eine sehr harmonische Energie. Man kann hier gemeinsam etwas aufbauen, vielleicht auch eine Familie gründen, aber das ist jetzt erstmal nur ein kleiner Aspekt. Aber ich sehe auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit miteinander erleben. Hier ist eine sehr weiche Energie. Auch wieder die Fische steht auch für Liebe, für Gefühle. Die Lilie natürlich auch für Anziehungskraft, Leidenschaft. Die ist auch mit dabei. Das möchte auch auf jeden Fall kommen. Aber wichtig ist es auf jeden Fall. Genieße das Glück. Ne? Sei dankbar für die kleinen Momente. Sei auch dankbar dafür, dass du auch gerade Single bist. Sehne dich nicht zu sehr direkt nach 10 Schritte weiter. Also auch wenn du gerade Single bist und dir natürlich eine Partnerschaft wünschst, das ist menschlich. Aber auch wenn du jemanden kennenlernst, dann lerne die Person erstmal kennen in aller Ruhe. Genieße die kleinen Momente. Aber versteife dich da nicht zu sehr darauf, dann sofort in eine Partnerschaft zu gehen. Ja, das ist hier auch ganz, ganz wichtig. Genieße die kleinen Glücksmomente miteinander und dann entwickelt sich hier alles wirklich zum Positiven. So, zum Abschluss möchte ich jetzt einmal noch mit den Herzkarten schauen. Für euch alle natürlich. Das heißt, ich werde jetzt einmal hier ein paar Karten... Ja, doch, ich glaube, ja, die möchte sich auf jeden Fall schon zeigen. Aber ich werde noch 2 oder 3 weitere Karten hier ziehen. Welche darf es denn sein? Diese darf es sein. Und diese. Okay. Also, wähle jetzt gerne eine der 3 Karten aus. Egal, welchen Stapel du vorher hattest. Wähle jetzt eine der Karten aus und empfange die Botschaft. Karte Nummer 1. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Sammel deine Kraft, komm zur inneren Ruhe, setze anderen Personen, anderen Situationen gegenüber die Grenzen, aber vielleicht auch den eigenen negativen Gedanken. Darf man auch manchmal zwischendurch Grenzen setzen und sagen, so, liebes Gehirn, es ist jetzt auch mal gut. Ja, kenne ich selber nur zu gut. Oh, Stapel Nummer 2, die sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort im anderen, wo ihr beide eins seid. Ja, im Herzen des Gegenübers seid ihr schon eins. Hier ist eine Anziehungskraft, eine magnetische Anziehungskraft, eine Leidenschaft, die sich jetzt entwickeln möchte. Und die 3. Karte, was zeigt sich hier? Oh, du hast einen heimlichen Verehrer. Wow, also es kann sein, dass du Single bist und jemanden da schon, ja, hast, der dich heimlich beobachtet. Oder vielleicht auch, wenn du trotzdem einen Wunschpartner hast, darfst du auch hier wissen, er mag dich gerne, auch wenn er dir das nicht immer zeigt oder sagt. Also, das ist eine wunderschöne Botschaft für heute und mit diesen Worten sage ich, ich wünsche euch allen noch einen wundervollen Tag. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne auch ein Like da und
Abonniere gerne auch meinen Kanal, um kein weiteres Orakel von mir zu verpassen. Ich freue mich natürlich auch über deinen Kommentar und werde euch allen natürlich auch fleißig in den Kommentaren dann auch antworten. Von Herzen alles Liebe und bis zum nächsten Mal.